Hello, Big Boys and Big Girls. Wir kommen zu einem neuen Format. Und zwar nennen wir es Metal Culture. Für jetzt. Wo es darum gehen wird, dass wir in Zukunft ein bisschen verschiedene Aspekte von Kultur in Metal uns anschauen. Nicht nur in Österreich, sondern generell auch ein bisschen breiter gefasst. Und ich bin heute hier mit dem... Krieger. Ja. Du spielst in ein paar Bands, Krieger, oder? Ich spiele in einer Band dabei, ja. Ich habe früher ein paar andere ausgeholfen, aber es ist und bleibt Mortal Strike. Und Mortal Strike, was für eine Richtung spielt ihr? Wir spielen ganz traditionellen Oldschool Thrash Metal. Und das ist auch, worum es heute gehen wird. Den ganz, ganz Oldschool traditionellen Thrash Metal und alles, was danach gekommen ist, eigentlich. Das heißt, wir werden uns heute unterhalten. What happened to Thrash? So in die Richtung. What happened to Thrash? Ja, alles klar. To Thrash, wenn wir es so catchy machen wollen, so Doku-Style. Na, das ist. Ich kenne euch, ihr seid in Wien und in Österreich ja wirklich schon eine Institution quasi, Mortal Strike, gibt es ja schon länger und ihr seid eine der wenigen Thrash-Bands in Österreich, die ich kenne. Ja, also ich kenne Enclave, ja. Zum Beispiel auch noch. Enclave, grandiose Band. Mhm. Dann, also man muss ja auf jeden Fall Insanity Alert dazu sagen. Sind absolut brillant unterwegs und super coole Jungs aus Innsbruck. Mhm. Dann, es wird halt aber auch danach schwer, wirkliche, also pure Thrash-Bands zu nennen. Mhm. Man kann ja immer gerne unsere Freunde von Tulsa Doom mit reinziehen, aber die machen ihr eigenes Ding. Mhm, ja, dann gab es in, ich weiß nicht, ehrlich gesagt bin ich mir nicht ganz sicher, ob die noch unterwegs sind, aber die Severity-Jungs aus Ried, soweit ich weiß, waren gut dabei. Dann Flashstorm tauchen immer wieder auf. Mhm. Aber puh, auf Anhieb wird es dann jetzt ein bisschen eng. Ja, das bringt mich nämlich gleich zu meiner ersten Frage, zum ersten Thema, zum ersten Diskussionsthema, das wir haben könnten. Wie findest du, ist der Status von Thrash jetzt in der heutigen Metal-Kultur? Es ist ja doch eines von den ältesten und, ich würde sagen, prestigeträchtigsten Genres, die es diese Metal gibt. Ich weiß nicht, wie prestigeträchtig Thrash-Metal jetzt sein soll. Aber natürlich, es war sehr, sehr früh dabei. Einer der, also der ersten Ableger, würde ich sagen, vom Heavy Metal. Irgendwie haben sich alle da, also vor allem in den USA und Deutschland, Anfang 80 irgendwie, was sie sich zusammengerufen haben oder nicht, aber irgendwie kamen die alle gleichzeitig da aus den Dingern geschossen. Aber in wem, wie es jetzt ausschaut, ich glaube immer noch, dass Thrash Metal mehr so oder so sehr, sehr aktuell ist. Hm. Also glaubst du schon, dass es noch Einfluss hat auf die heutige Metal-Kultur? Ich denke schon. Also vor allem die alten Bands werden immer einen gewissen Einfluss auf neue Bands haben. Aber wer hat nicht die ersten vier Alben von Metallica irgendwo in einem Regal stehen? Wer hat nicht irgendwo ein Album vom Slayer rumliegen? Mein Creator, Megadeth, Anthrax, die ganzen Großen von früher, die werden immer einen Einfluss haben. Auch auf viele von den moderneren Sounds und Bands und Richtungen. Es hat ja auch alles irgendwo, geht ja alles zurück zu den, und das wird immer enger nach hinten, weil du gehst ja dann irgendwie, du hast ja die Großen mit Metallica, mit Slayer, und wenn du weiter zurück gehst, Black Sabbath, Led Zeppelin und so weiter, und irgendwo, und auch da fächert es dann aus, wenn man das so sagen kann. Mhm. Ja, ich find's deswegen spannend, weil du sagst ja, wer hat nicht die ersten vier Alben von Metallica zu Hause stehen? Also ich hoffe, alle Zuhörer, unsere Zuhörer und Zuschauer haben das eins davon irgendwo zu Hause stehen, ja. You better. Na, aber das finde ich schon ganz richtig, ja. Das siehst du auch bei, keine Ahnung, sogar Metalcore oder Hardcore-Bands, die halt sagen, ja, die, also keine Ahnung, frühes Metallica, frühes Slayer, sowas, klar, ist cool. Ich finde es halt nur spannend, weil eben zum Beispiel in Österreich es wenig neue Thrash-Metal-Bands gibt, oder fast gar keine neuen Thrash-Metal-Bands gibt. Ja, das stimmt, ja. Und ich mich ein bisschen frage, warum. Ja. Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Weil wir haben ja auch nicht die Band gegründet mit dem Sinn dahinter, eine Thrash-Metal-Band zu gründen. Hm. Sondern einfach, wir waren zu fünft in einem Wohnzimmer. Und dann sitzen wir da und denken, Moment mal, du spielst doch Schlagzeug. Ja. Du spielst Gitarre. Ja. Du spielst Bass. Also ich spiele Bass. Aber ja, auch Gitarre, ja. Und du bist laut, ja. Warum machen wir eigentlich keine Band? Und dann haben wir einen Proberaum gesucht und dann kam dann
irgendwann hat dann nach ein, zwei Konzerten oder so, also Konzerten, will ich jetzt sagen, ja, in einem Wohnzimmer irgendwo, hat ein Freund von uns gesagt, Burschen, ihr könnt jetzt hüpfen und tanzen, wie ihr wollt, das ist Thrash Metal. Und dann haben wir gedacht, okay, ja, dann wurde es halt natürlich Thrash Metal, aber wie, insofern, wie es auf, wie die Leute heute sich gründen, weiß ich halt leider nicht. Hm. Ich find's schade, es gehört mehr Thrash gespielt. Absolut, du, ich bin absolut deiner Meinung, ich finde das auch, ich kann, deswegen auch die Frage an dich, weil ich kann es mir irgendwie nicht, ich kann es mir nicht wirklich erklären, ich meine, ich verstehe, dass es nicht mehr modern ist, quasi, dass da vielleicht einfach die, ich weiß nicht, würdest du sagen, dass das Genre am Aussterben ist? Also was passiert, nein, wenn die ganzen großen Bands wegsehen? Das würde ich in keinster Weise, weil wenn du zum Beispiel einfach nur die Billings siehst von den Festivals, also zumindest die guten alten Bands, wenn man das so ausdrücken kann, die sind ja immer noch Top-Billing auf fast allen Festivals. Mhm. Und ich fand es ja geil, dass vor ein paar Jahren haben die irgendwie alle angefangen, wieder richtig geile Alben rauszubringen. Also vor allem Testament, Exodus, Creator, so oder so, die sind ja eh nie verschwunden. Aber auch mit Sodom und Destruction, Tanker, das ist alles, es war so ein bisschen ruhig geworden. Ich weiß, so diese Thrash-Krise war das Ende 90er, Anfang 2000 darum und dann ist es auf einmal wieder nach oben explodiert. Es könnte natürlich noch ein bisschen mehr nachkommen, aber es kann natürlich auch sein, weil ich finde, es gibt genügend Nachwuchsbands im Thrash-Metal, also vor allem in Deutschland kenne ich einige, die sehr, sehr gut unterwegs sind. Ob es vielleicht von den Zuhörern her, keine Ahnung, zu einseitig geworden ist oder nicht mehr interessant genug ist mit neuen Bands, weil die alten noch so prägnant im Sessel sitzen. Ich weiß nicht, ob das eine Sache ist. Das könnte tatsächlich sein, weil die alten Bands halt, wie du sagst, prägnant im Sessel sitzen, weil die Billings sind, das stimmt, die große Thrash-Bands spielen auch immer auf großen Festivals als Headliner. Glaubst du, das ist so, dass vielleicht die einfach noch immer so eine große Sache sind, dass neue Bands sagen, naja, keine Ahnung. Ich weiß, das wäre ja schade darum, wenn man sich davon abhalten lässt, die Musik zu machen, die man gerne will, nur weil es bessere Bands momentan gibt. Mhm. Und bei besseren meine ich jetzt erfahrenere, größere, ja. Mhm. Weil bessere Band ist ja alles relativ, vom eigenen Geschmack. Das ist richtig, ja. Es ist wirklich schwer zu sagen, ich habe aber doch dann das Gefühl, dass viel Gutes nachkommt, nur hier irgendwie. Also in Österreich jetzt, oder? Ja, also mir ist auch jetzt nicht, also mir sind keine neuen Thrash-Metal-Bands jetzt bekannt, oder wurde mir dahergekommen und ich würde mir einbilden, dass ich vielleicht davon erfahren würde, allein wegen dem Lokal. Mhm. Aber na. Das ist übrigens auch ein Aufruf an alle Leute, an alle Thrash-Bands, die es in Österreich gibt, die jetzt irgendwie zuschauen und sagen, hey, wir sind da, what's up? Oh ja, bitte, schreibt's, bitte, bitte. Schreibt's den Big Boys, schreibt's den Krier, schreibt's, keine Ahnung, Mortal Strike, Bad Legs, was auch immer. Schreibt's irgendwen an und sagt, es gibt uns, weil das ist tatsächlich, keine Ahnung, das fehlt. Mir persönlich fehlt das wirklich in der Metal-Landschaft in Österreich. Ja, also voll. Also ich hätte gerne mehr Bands zum Hören in Österreich. Das wär, ich würde gerne mal ein Underground-Konzert sehen mit nur Thrash-Bands und halt wirklich auch junge, neue Leute. Also das würde mir zum Beispiel gut gefallen, wenn das wieder reinkommen wird. Ja, das ist echt cool. Es gab ja immer wieder welche, aber ich persönlich habe die dann irgendwie aus dem Ohren verloren. Ich glaube, da waren ja richtig coole Bands, die waren auf Kaltenbach und es gibt Bloodliner, glaube ich, hieß die. Okay, sagt mir jetzt gar nichts. Ne? Waren wirklich solide Jungs, aber ja, wie gesagt, es ist halt sehr dünn besiedelt. Wenn du, ich weiß nicht, wie viel du mitkriegst von allem, was quasi nach 2000 gekommen ist, also Metalcore, dann Djent, Progressive Metal und sowas. Doch, natürlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es vor es Djent hieß es einfach, die klingen wie Meshuggah. Ja, genau. Ich sehe, wir verstehen uns, genau. Wie viel Einfluss siehst du da vom Thrash Metal in diesen neuen Sachen? Ich finde, du hast, ich würd behaupten, und das ist ja keinster Weise dann Fakt, dass Heaven Shall Burn schon gewissen Thrash-Elementen in ihrer Musik haben. Oder hatten, ich weiß jetzt nicht, es ist keine Band, die ich aktiv folge, aber schon ein paar coole Lieder dabei, die ich auch gern höre. Und so wie ich mitbekommen habe, ist das einer der
Urväter oder der Gründer von der Metalcore, sagen wir Metalcore-Anfängen. Zumindest habe ich so mitbekommen, das kann natürlich komplett falsch sein. Na, dass Heaven Shall Burn für zumindest für Europa ist auf jeden Fall ein Fall, weil in Deutschland, quasi wieder das Pendant zu den amerikanischen Sachen. Also da haben wir wieder quasi diese Parallele. Damals war es Creator im Pendant zu Creator und Sodom, im Pendant zu Bay Area Fresh und jetzt war es halt Heaven Shall Burn zu Killswitch Engage und alles klar. Diesen ganzen. Ich denke, man hört, dass es halt die Frage ist, was man jetzt als typischen Thrash Metal. Ich meine, einen guten, schnellen Beat haben sehr, sehr viele Bands. Das hörst du auch manchmal Power Metal raus. Du hast dieses das hast du halt. Genau. Oder wenn man das dazu machen kann, dann klingt es schon sehr thrashig für mich, ja. Aber ich denke schon, dass einige Metalcore-Bands sicher auch ihre viele, wie nennt man das? Inspiration. Auch sicher aus einigen Thrash-Bands holen. Wie drückt sich, weil bei mir ist zum Beispiel so, wie ich zum Beispiel in Wien in diese Metalcore-Szene oder Hardcore-Metalcore-Szene irgendwie reingekommen bin, was für mich ganz, ganz lustig war am Anfang ist zu sehen, dass einfach Leute, die auf Metal-Konzerten waren, auf einmal anders ausschauen. Ja, und zwar in dem Sinn, wie ich gewohnt bin. Mhm. Also ich bin zum Beispiel, ich in meinen Anfängen bin zum Beispiel das Klientel vom Graffiti und vom Battle Axe gewohnt. Ja, oder früher Rockpub oder Rock Theater. So, keine Ahnung, klischeehaft jetzt lange Haare, Lederjacke etc. So der Klassiker, ja. Also du hast gewusst. Ja, das geht ja auch nie aus dem Stil raus. Geht auch nie aus dem Stil raus, das ist richtig. Aber man sieht schon, dass quasi, da gibt es schon eine Veränderung. Also diese ganzen Codes, sage ich jetzt mal. Es kommt was dazu, ja. Ob das eine Veränderung ist, ist eine Frage, wenn man sagt, dass was dazu kommt. Mhm. Aber ein bisschen frischer Wind schadet ja niemandem. Das heißt, du siehst das eher als quasi als Addition und nicht als Ablösung. Natürlich, weil du siehst ja immer noch viele junge Leute, die so, sagen wir, sehr traditionell unterwegs sind, eben mit den langen Haaren, komplett schwarz angezogen. Dann hast du die anderen, die jetzt sehr viel auf Plugs, sehr viele Tattoos sind. Farbige Shirts. Mhm. Und das ist ja auch, warum nicht? Mhm. Also du siehst das jetzt nicht quasi als, ich überspitze das jetzt, ja. Das klingt deppert, aber du siehst das nicht als Verrat quasi am Genre. Nein, es geht um Rebellieren, da kann man genauso gut gegen die Normen in der Metal-Szene auch rebellieren. Das ist eine super coole Sache, dankeschön für das. Ja, das ist nämlich was ich mir schon öfters gedacht habe, wie die Leute halt sagen, ja, Metal, es geht um das und das im Metal, aber du darfst dich nicht anders anziehen. So, doch, darum geht's. Das ist scheißegal, was du anziehst. Also mir ist es persönlich ist es mir das absolut scheißig. Ich ziehe mich gern sehr eher traditionell an, aber ich bin auch that guy, der im Winter in kurzen Hosen rumrennt. Also. Oh, okay. Shit. Sollen die Leute sich anziehen, was sie wollen und was bequem ist? Das ist echt. Solange du weiterhin zu den Metal-Konzerten gehst, ja, und das Merch von den kleineren Bands auch kaufst, dann kannst du anziehen, was du willst. Das wollte ich immer schon jemanden mal fragen, das ist jetzt completely off-topic, der im Winter mit kurzen Hosen herumrennt. Wieso ist dir nicht kalt? Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das hat einfach was, wie man aufwächst, auch mit zu tun. Weil bei uns war immer die Tür offen zum Garten wegen dem Hund. Okay. Und wenn einem kalt war, hast du einen Pullover angezogen. Damn. Okay. Und ich bin ja auch aus Skandinavien. Wir gehen das vielleicht ein bisschen anders an als hier. Ich kann es dir nicht sagen. Also mir wo ist Skandinavien bist du? Ich bin Däne. Oh. Okay, so, ja. Ich seh grad die dänische Flagge ist. Okay. Die gehört dazu. Die war auf allen Kunden schon drauf. Sehr cool. Ja. So, jetzt muss ich wieder zurückkommen. Genau. Ja. Weg vom Dresscode. Weg vom Dresscode. Ja, keine Ahnung, der Dresscode ist halt, ich seh das auch, weil ich ja mich ein bisschen auch wissenschaftlicher beschäftige mit Metal als Musikstil und Genre. Mhm. Dass das schon in der Wissenschaft hängt, man sich halt dann oft, also die hängen sich alle drauf auf noch an diesem, welche Codes gibt es im Metal und wie kann ich quasi diese Subkultur definieren und dann hast du aber, keine Ahnung, dann hast halt Jungs wie dich stehen, neben Typen mit einem lila Shirt, neongelbes Logo, das du nicht lesen kannst, fetten Plugs und Tattoos und beide sagen aber von sich, naja, ich höre Metal. Und für Forscher ist das halt quasi der Brainfuck ist so. ich finde das ehrlich gesagt ziemlich cool, dass das alles
alles gilt, sozusagen. Natürlich gibt es die Puristen auch, die rumlaufen und sozusagen ihre sehr nischen Gedanken haben oder engstirnige Sachen da haben. Und das, von mir aus sollen sie auch so denken, aber ich mag die Abwechslung sehr gerne. Ich finde, jeder, auch bei Kutten zum Beispiel, niemand hat eine Kutte, die genauso ausschaut wie die andere. Das ist richtig, ja. Frage. Ledermantel mit Patches drauf. Darf man das machen oder nicht? Sicher, ist ja dein Ledermantel. Okay, gut. Für mich war das nämlich immer, ich weiß nicht, mich hat das tatsächlich irgendwie, irgendwas hat das getriggert in mir, wenn ich einen Ledermantel gesehen habe mit Patches drauf. Also. Okay, ich habe einen gesehen auf dem Festival, der hat seine Kutte einfach verlängert zu einem Mantel, in dem er Patch auf Patch auf Patch genäht hat. Oh, damn. Auch interessant, das muss ja ein absolutes Vermögen wert sein, das Ding. das ist eine Style-Choice, Jesus Christ. Super geil. Das war meine nächste Frage nämlich gewesen. Wie siehst du das mit den quasi Puristen? Ich meine, im Thrash Metal ist es zum Beispiel nicht so schlimm wie im Black Metal. Ja? Gibt's sicher auch. Wie siehst du das? Gibt es das in Wien, in Österreich auch? Dass Leute, die halt sicher gibt es das. Also das wird es überall geben und die haben ja auch ihre Existenzberechtigung sozusagen. Aber trotzdem, wenn man Leuten anstänkert, wegen was man anzieht oder wie man sich präsentiert, dann finde ich, bist du das Arschloch. Ja, okay. Das ist vor allem in der Szene, die auf diese Art von Rebellentum aus den frühen 80ern und so weiter besteht, dann ist es auch absolut, dann finde ich dann komisch, dass man kommt und anderen Leuten vorschreiben will, wie man sich anzuziehen hat. Mhm. Wenn vor allem, dass dieses lange Haare haben, schwarze Anzogen sein, generell eine Rebellion gegen genau das war. Mhm. Und natürlich wird sich alles ein bisschen weiterentwickeln. Im Metal geht es ja langsamer als bei manchen anderen, was auch wundervoll ist. Es ist schön, dass egal wo du auf der Welt runterplumpst, in einem Metal-Lokal schauen die Leute gleich aus. Das ist super. Mhm. Und benehmen sich total auch sehr, sehr ähnlich. Weil ich war ja schon überall in verschiedenen Metal-Lokalen auf der Welt und es ist einfach fantastisch. Du kommst irgendwo rein und das ist halt so wie daheim, nur in einer anderen Bar. Okay, erklär mir das mit der Bewegung. Wie bewegen sich Metal-Fans? Außer im Kreis bei Konzerten, aber... Ich glaube, das habe ich gar nicht so angesprochen. Okay, na, weil du gesagt hast, die Metal-Bewegung, also die Metal-Bewegung Heavy Metal an sich. Ich denke mir gerade, ich bin gerade so, aber das ist strange, okay. Die Metal-Bewegung. Ja, das kann ich, ich war noch nicht in vielen Orten in der Welt, aber die paar Auslandtrips, die ich gehabt habe, in die 5, 6 Länder, war das tatsächlich so, dass du, egal ob du in Tschechien oder in Deutschland bist oder eben weiter rauf gehst, du hast das Gefühl, du setzt dich quasi an die Bar und der Typ neben dir ist quasi der Typ, den du eh schon immer kennst. So. Ja gut, wir sind ja auch laufende Werbetafel, ne? Das ist richtig, ja. Das ist richtig, wobei sich das halt auch ändert. Also oder dazu kommt, dass Leute halt aufhören, quasi Bandmerch so... repräsentativ zu tragen und mehr quasi normale Stile haben, so Hemden, also so diese Karo. Das ist mir persönlich jetzt nicht so aufgefallen. Karo-Hemden. Im Metalcore und Hardcore wird das kommt schon immer mehr. Ich meine, es ist noch immer so, dass das Band-Merch wichtig ist. Ja. Aber es gibt auch, also ich zum Beispiel in meiner Erfahrung, dass wenn ich auf ein Konzert gehe, früher habe ich halt immer ein Band-Shirt angehabt und ich merke, dass das halt jetzt hat sich das zum Beispiel geändert, weil es nicht mehr die Norm ist quasi. Ach so, für viele Konzerte. Ich schmeiß die Kutte auf und fertig. Deswegen habe ich sie auch heute an. Die hängt ja schon seit einem Jahr irgendwo rum. Die muss auch ein bisschen Auslauf haben. die Kutte hat man schon länger nicht mehr anschmeißen können. Für leider. Auch allein in der Wohnung rumhüpfen damit, das ist auch so ein bisschen. kannst du dir vorstellen, dass dieser Thrash, der in den 80ern gekommen ist, dass der wieder ein Revival haben wird irgendwann. Also was passiert, wenn die großen Bands, sagen wir jetzt, ich will nicht sagen sterben, also sie müssen nicht sterben, aber wenn sie halt quasi aufhören. In Pension gehen? Das ist eine gute Frage. Relevant werden die immer bleiben, weil es so eine wichtige Zeitpunkt im Heavy Metal war, weil es waren ja so die starken Ursprünge. Ne? Ende 70er, Anfang 80er. Relevant werden die immer bleiben. Die Frage ist echt, also das ist eine gute Frage. Ich habe ja leider keine Kristallkugel. Aber ich denke trotzdem, dass, das ist eine gute Frage. Mein traditionellen Heavy Metal läuft ja immer noch. Kommen auch neue Bands raus, die sehr gute Sachen von sich geben. Ich glaube, das wird bei Thrash Metal auch nicht anders sein. Also glaubst du schon, dass es nachher vielleicht, also quasi, dass, wenn die großen Bands weg sind, dass neue Nachwuchsbands kommen, die quasi in diesem Subgenre wieder die Lücke füllen?
Oder sagen, okay. Yeah. Oh, das ist eine gute Frage. Weil das ist nämlich, glaube ich, frage. Ja? Oh, das kann natürlich gut sein. Ich hoffe es. Ich würde es nämlich auch hoffen, weil ich habe keine Ahnung, was ich. Also, wie gesagt, wenn ich glaube, es wird, wenn Creator nicht mehr tut. Das wäre schade. Brauche ich irgendwas anderes, ja? Darüber reden wir nicht. Ich brauche einen anderen Deutschen, der mich anschreit auf der Bühne. Ja, es muss. Ja, das wäre natürlich echt traurig. Ich glaube aber nicht, dass es viele Bands geben wird, die in die Größenordnung hochkommen, die die Großen von damals sind. Mhm. Ich glaube dafür, es kann natürlich sein, ich würde es noch Leuten gönnen, wenn es so sein wird, aber eine Band im Heavy Metal, die so groß wird wie Metallica, gut, die haben natürlich, jetzt kommen wieder die Argumente raus, dass die sehr mainstreamig geworden sind, was natürlich auch stimmt, aber auch Creator und Slayer alleine haben ja auch, ich glaube, 50 Millionen Alben verkauft. Mhm. Ich denke, das wird sehr, sehr schwierig, das heute hinzukriegen. Und ich glaube, das liegt daran, dass es einfach so eine große Auswahl gibt. Mhm. Also dadurch, dass sich die Subgenres einfach aufgefächert haben. Könnte sein, wie gesagt. Ich kann sie ja nicht. Es ist ja nicht irgendwie wissenschaftlich belegt, dass das so der Fakt sein sollte. Du, wissenschaftlich können wir, wir sind wissenschaftlich gerade mal bei 2000. Also es gibt schon Sachen mittlerweile für Gent und Meshuggah und sowas, aber wir kommen quasi nicht nach mit dem, wie schnell es geht im Metal. Ja? Weil du hast quasi ein Ding, das, wie gesagt, du hast Metalcore, dann auf einmal hast du Gent, dann hast du Metalcore-Gent und auf einmal klingen Bands, die eigentlich nicht so komplex waren, spielen auf einmal die komplexesten Sachen. Und du denkst, ist auch gut, du hattest Thrash, du hattest Death, hast du Thrash-Death? Ja. Das gab es ja schon immer, ne? Voll, genau. Und das, also, da bin ich gespannt einfach, wie es weitergeht. Und ich liebe dieses irgendwie, nicht philosophieren, aber ein bisschen dieses Raten, was passieren könnte, wenn du jetzt sagst, okay, die großen Bands sind weg. Ob es dann wieder ein Movement, eine Bewegung gibt im Metal, die sagen, okay, wir müssen Thrash wiederbeleben, weil... Ja, cool, wenn man das sagt und es dann auch noch macht. Also dann hast du echt mal Respekt. Ja. Ich belebe jetzt Thrash wieder. Okay, ja. Viel Erfolg. An alle Bands in Österreich, fangt an, Thrash-Alben zu schreiben. Ja. Das wär's. Das wird wieder schöne, große Compilation mit 15 Bands drauf, die jeder ein Thrash-Metal-Lied draufhauen, das wär's. Austrian Thrash. Wäre ich voll dafür. Ich würde es auch wahnsinnig feiern. Ich finde es halt immer spannend, wenn es um Thrash geht, dass natürlich kennen, es klingt blöd, ich will jetzt nicht sagen, wir sind alt und ich will nicht sagen, irgendwer ist alt, aber es gibt doch schon eine neue Generation an nicht Kids, aber 18-Jährigen, vielleicht 19-Jährigen, für die Thrash schon wirklich tatsächlich in einer Entfernung ist, in einer gewissen, ja, die zum Beispiel sagen... Das kann ich mir vorstellen, ja, weil das nicht mehr so die aktuelle Neue ist, mit denen die zum Beispiel auf Spotify bombardiert werden. Genau, weil, also ich meine, es gibt die meisten Leute, viele Leute, auch in meinem Alter, sagen halt, sie haben angefangen, Metal zu hören mit Limp Bizkit oder so, oder Linkin Park, ja. Ja, genau, ja. Das ist schon ein bisschen, das ist eigentlich quasi die erste Krise. Das war halt da, ne, auf MTV, wo die noch Musik gespielt haben. Mhm. Und ich bilde mir ein, ich habe noch im dänischen Fernsehen eine ganz normale Werbung gesehen für Linkin Parks Album damals. Ja, ja. Ich glaube, ich habe es sogar deswegen gekauft. Aber das war ja quasi diese erste Krise von Thrash Metal, wo es dann Ende der 90er, wo sogar Slayer ein New Metal Album gemacht hat, irgendwie. Jeder hat mal eine Identitätskrise. und viele Leute, die ich kenne, mittlerweile sagen, ja, das war aber die Zeit, wo ich angefangen habe, Metal zu hören. So Limp Bizkit, Linkin Park. Es gab wirklich dieses Loch da, diese eine Krise da, aber die kam mir dann wirklich mit dem Schlag wieder zurück. Wann war das? Wann würdest du sagen, ist die wieder zurückgekommen? Ich glaube, das war tatsächlich diese Ende 90er, Anfang 2000er. Mhm. Wo laut, ich weiß nicht, wer sich da noch schon gelesen, aber da wird ja zum Beispiel auch Iced Earths, Burning Times, sehr dazu gerechnet, dass es auch sehr thrashig war und mit dabei war, es so ein bisschen am Leben zu halten. Hm. Ja, ich bin, ist ein bisschen ein schwieriges Topic. Ich bin ja riesiger Eisdorf-Fan. Würde ich auch sagen, dass ich noch bin, aber ich weiß nicht, ob ich die neuen Sachen kaufen werde. Ja, also das, also wenn wir es mal trennen, wir trennen das mal, aber ja, ich bin riesiger Eisdorf-Fan. Die Sachen waren definitiv da. Ich finde auch Bands wie Lamb of God zum Beispiel, die irgendwie einen
quasi mit einem neuen Punch gekommen sind, wo es auf einmal... Die kann ich mir auch gerne anhören. Ja, vieles kenne ich jetzt nicht von ihnen, aber ihre Hits sind auf jeden Fall mal in die Anlage im Lokal gelaufen. Weil da war es dann schon so quasi Anfang der 2000er, dass wieder mit diesen Bands wie Lamb of God halt wieder harte Musik quasi wieder mehr in den Mainstream gekommen ist, weil die haben ja dann, keine Ahnung, das ist ja dann wirklich aufgestiegen, ja. Kam ja auch zusammen mit dem Melodic Death Metal, war das nicht da um die Zeit? Genau, ja. Richtig, das war um die Zeit, wo Melodic Death, dieser Göteborg Death Metal gekommen ist und viele, viele von den Bands, weil da gibt es auch eine Dokumentation, ich vergesse immer, wie sie heißt, aber Metal Evolution, genau, sehr coole Doku zum Thema, wo es wirklich darum ging, dass quasi die Göteborg-Bands Fresh Metal genommen haben und Melodie, quasi mit mehr melodiösen Elementen. Ich bild mir ein, die auch mal gesehen zu haben. Das ist eine super coole Doku. Ja. Was besonders lustig ist an der Doku, ist, dass ich habe ein Buch gelesen auf der Musikwissenschaft über halt eben Metal aus den 80ern, ja, also wirklich 80er Jahre, wie es gekommen ist. Und dann schaue ich mir diese Doku an und sehe die Professorin, die es geschrieben hat, ist in dieser Doku, ist so eine ältere Frau schon, und redet halt quasi über diesen Abbruch von Thrash Metal und die Wiederbelebung von durch die Sachen, die in Ache gekommen sind. Also die Doku ist super spannend. Aber ja, das war cool, das halt Göteborg. Schaut euch die an. Wir werden das in die Description hauen. Ja. Ich werde auch ein paar Literaturvorschläge in die Sache hauen für Leute, die sich interessieren. Weil wir versuchen ja quasi das Interesse dran zu wecken, dass man das auch ein bisschen... Hoffen, dass das genug Leute dann sehen. Ja, na sicher. Und die Rate befolgen. Genau, dass in Zukunft, sobald das Battle Axe wieder anfängt, musst du vorweisen, dass auf YouTube, dass du dir dieses Video angeschaut hast. Ja, sonst kommst du zumindest 10 Minuten. Sonst kommst du nicht rein. Ja, genau. Setz mal dich in die dunkle Ecke. Setz mal dich in die dunkle Ecke, genau. Aber wir haben nur dunkle Ecken. Also das ist ein super, finde ich, ein super, super spannendes Thema, diese Göteborg-Sache. Gibt es die heute noch, die Göteborg, diese Melodic-Death-Metal-Sache? Boah, ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so drin im Melodic-Death-Metal, was jetzt gerade läuft. Aber das ist ja auch so eine Sache, wo du die Genrengrößen hast. Mhm. Ne? Mit Amon Amarth, In Flames, Dark Tranquility, die ganzen Schweden. Die ganzen Schweden. Ja, ich wusste das lange nicht, dass Amon Amarth quasi Melodic Death ist, weil ich dachte immer, sie sind Wikinger, bis der Sänger von Amon Amarth gesagt hat, das ist kein Viking-Metal. Was ist Viking-Metal? Ich habe keine Ahnung. Wäre das nicht eher sowas wie Heilung? Die hatte damals keine E-Gitarre. Das kann sein. Ich war verwirrt. Ich war immer schon verwirrt von Genrenamen. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich draufgekommen bin, dass Thrash-Metal Thrash-Metal ist. Die ganzen Schubladen, das ist echt, langsam wird es mühsam. Ne? Das ist nämlich so ein abschließender Punkt, den ich mit dir noch besprechen wollte, irgendwie, so diese Schubladen. Hast du das Gefühl, dass quasi Thrash Metal war noch ein richtig großes Genre, wo viel reinpassen konnte und danach, also diese Auffächerung wird immer mehr, nach 2000 sowas? Ja, also irgendwann wird es dann halt auch, wird der Genrename dann auch zu lang, ne? Also Progressive, Technical, Rock, Death, Black, ja. progressive Chant, Meshuggah, Death Metal. Meshuggah Core, ja. Ja, das ist ja die Sache, damals gab es ja noch nicht so viele, ne? Das war so die ersten Haupt-Subgenre, ne? Vom klassischen Heavy Metal mit Thrash, Death, Power. Also Power kam, glaube ich, auch noch ein bisschen später, aber nicht viel. Speed Metal war irgendwie auch so ein Begriff. Speed Metal kam ja auch noch davor. Genau. So Punk, Speed Metal, Thrash Metal, das ist eh so eine Leiter. Ob die nach oben oder unten geht, können die Leute dann selber für sich entscheiden. Was würdest du sagen, was sind die definierenden Elemente von Thrash Metal? Es ist super schwierig, die Frage. Wenn du sagen kannst, okay, diese Sache muss Thrash Metal haben, um Thrash Metal zu sein. Das ist sehr, sehr schwierig, weil es eben, naja, kannst dir fast alles erlauben in Thrash Metal. Vor allem ist es einer der wenigeren Genres, wo der Gesang nicht irgendwie auch festgelegt ist, dass es eine gewisse, Stil haben muss. Mhm. Kannst ja gerne ein bisschen growlen, du kannst gerne ein bisschen schreien, du kannst gerne ein bisschen machen. Alles da, wo viele andere Genres davon auch sehr geprägt werden, dass es dann dieses Genre ist. Weil Death Metal
mit dem Growlen und bei Power Metal mit dem eher höheren, klareren Gesang gehört das ja dazu, wo ich finde, bei Thrash Metal ist eigentlich, es ist scheißegal, wie du singst. Es gibt halt diesen typischen Thrash Beat, ja, was wir vorhin besprochen haben. Mhm. Es gibt den typischen Mid-Tempo Thrash und es ist viel Mute. Viel Palm-Muting. Okay. Ja, viel Palm-Muting. Es ist sehr räudig, es ist sehr schnell, es ist sehr direkt. Das gefällt mir alles. Aber genau zu erklären, was Thrash Metal jetzt genau ist, habe ich persönlich ein bisschen schwieriger. Ich kann es dir zeigen mit Bad und sagen, genau das, das ist Thrash Metal. Und das mache ich dann bei 10 verschiedenen Sachen in derselben Band. Aber das ist schon eine super Antwort. Also zum Beispiel das mit dem Gesang, dass der Gesang im Thrash super variabel ist, weil du hast, keine Ahnung, du hast Exodus mit verschiedenen Sängern, ja, von Rob Dukes bis zu dem ursprünglichen Sänger, ja. Und du hast Creator, Mille zum Beispiel. Das ist frei. Also, dann hast du Anthrax, schöner, ja, genau. typischer Heavy-Metal-Gesang. Richtig. Also wer sich zum Beispiel bei Mille gedacht hat, hey, wir sollten den Typen singen lassen. Hat sich auszahlt. Ja, hat sich ausgezahlt. Voll. Ich glaube, das hat er tatsächlich selber gemacht, ne, weil er ist ja mehr oder weniger Creator. Genau. Also das finde ich schon eine super spannende Sache. Ich glaube, wir kommen auch schon langsam zum Ende. Alles klar. Wir kommen auch schon langsam zu Ende. Möchtest du noch etwas sagen? Habt ihr zum Beispiel mit Mortal Strike noch irgendwas geplant in nächster Zeit? Gibt es irgendwelche Announcements? Fragst du was, als ob du was wüsstest. Ja, wir haben gerade unsere Rohaufnahmen zum Mischer geschickt. Wir machen eine Split-EP mit Darkfall. Okay. Und das steht jetzt auch kurz vor dem Abschluss. Und dann hofft wirklich, wir haben mal ein Release-Konzert angesetzt, aber wir bleiben hoffnungsvoll. Aber kann man hoffnungsvoll pessimistisch sein? Ich weiß es nicht. Du kannst hoffnungsvoll realistisch sein vielleicht. Ja, wir hoffen, dass wir spielen können, aber wir gehen davon aus, dass es nichts wird. Aber es wird eine lustige Sache. Wir machen jeweils 4 Nummern drauf. Mhm. Wir covern eins gegenseitig. Darkfall machen ihre Version von unser Here Comes the Tank. Und wir machen unsere Version von deren Rise to Dominate. Okay. Und dann kommt noch ein Originalcover. Also, nicht, was sage ich, Originalcover? Ein internationales Cover, wo ich nicht spoilern will, was Darkfall machen, aber es wird sicher voll witzig. Und wir haben auch was sehr, sehr Lustiges überlegt. Aber das lasse ich euch dann gerne überraschen. Ich muss es aber wissen jetzt. Okay. Aber ich erzähle nicht alle Details davon. Wir werden wieder in die Kiste greifen und Tankard wieder rauspacken. Mit denen verstehen wir uns ja sehr gut. Okay. Aber was genau wir machen und wie wir es machen, das lasst euch bitte davon überraschen, weil es ist grandios witzig. Ich bin gespannt. Ich freue mich schon drauf. Super cool. Okay, Kria, vielen Dank. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ich fand, das war eine sehr... Ja, fürs Kommen, ne? Ich sitze in meinem Zimmer. Ich finde, es war eine sehr aufschlussreiche Diskussion oder Gespräch für mich schon. Ich hätte gerne noch eine Stunde drauflegen können. Jetzt sollen die Leute lieber Thrash Metal hören gehen und sich dann Gedanken machen, ob die nicht vielleicht auch Thrash Metal machen würden. Professor Feanis sagt, Hausübung für heute ist, du hörst mindestens 2 Thrash Metal Alben heute. Ja. Oder einer von den sehr, sehr guten. Mittlerweile hört ja viele auf Spotify. Es gibt fantastische einfach Spotify-Playlists, wo alles Mögliche drin ist. Lass dir auf random laufen. Grandioses Zeug dabei. Ich kann es nur empfehlen, weil ich finde, es klingt blöd, aber ich finde es, wenn du Metal-Fan bist und noch nicht viel Zeit in Thrash investiert hast, es zahlt sich aus. Weil es gibt so viel zum Nachholen. Ja. Das ist das Schöne dran. Ja. Und es gibt noch immer viel, das nachkommt. Das letzte Testament-Album war ein Traum. Fantastisch. Also, ich liebe den Steve DiGiorgio, den Bassisten brauchen wir gar nicht drüber reden. Das hörst du auch einfach an dem Basssound, wie schön der ist. Ja, ich brauche nicht dran denken und mir geht das Herz auf. Ja. Ja. Cool, danke fürs Kommen. Ein Shoutout an unseren Promotion-Partner, die Klangfarbe. Okay. Vielen Dank für die wundervollen Instrumente und alles, was ihr für ihn tut. Da habe ich auch ein paar Sachen her. Ich glaube, wir haben alle ein paar Sachen her. Ohne die Klangfarbe wären wir ein bisschen aufgeschmissen. Das stimmt. Also, geh's lieber in die Klangfarbe und lass Thomann mal ein bisschen ruhen. Genau, zuerst Thrash Metal hören, dann in die Klangfarbe gehen und dann ist es perfekt. Alles klar. Danke, tschüss und wir sehen uns. Ich sag danke. Ciao, ciao.
So, Peter. Ist der Peter da? Der Peter ist da. Sag, ich wusste gerade echt nicht, ob du noch da bist. Also, okay.